It's so hot! Whoa! What the? Okay. Much better. Okay. Es ist also wirklich eine Person, die ein Maskottchen verkörpert. Damit ist er auch wahrscheinlich jugendlich und geht in unsere Schule demnächst, oder? Now that hit the spot. Der ist aber, also bei dem ist nicht ganz klar, ob der Männchen oder Weibchen ist. Hey, Chie-chan, Yuki-chan. Die blauen Augen, Alter! Yes? Do you have anything to wear? I'm basically like a newborn at the moment. Wow. Teddy? Is that really you? Wie er immer dieses Sparkling kriegt. Wait, did you say you're like a newborn? Then don't take the bottom part off. You need some clothes, right? Come on, let's go look around. Ja, wir können doch mal für ein paar tausend Yen hier Klamotte kaufen. Zumindest ein bisschen normale Hosen. That's Teddy? Yep. He said he's not hollow anymore. So, like, he grew himself a body in there? Ja, ein paar tausend Yen, ja. What kind of creature would do that? I mean, what is he? Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass er nicht mehr sinnvoll riechen kann und nicht mehr sensen kann, ob er allein ist oder nicht. Weil die anderen Menschen können das auch nicht. Then again, this is hardly the first bizarre thing we've seen. And I gotta admit, it's probably better than him walking around in his bear suit. Ja, wenn er in der echten Welt ist, ist es wahrscheinlich besser, wenn er einfach nur normale Klamotten anhat. Oh hey, weren't we gonna see about talking to Risa? I was so shocked that I lost track of what we were talking about. Let's head over to Risa's place. As for Teddy, he's with the girls, so he should be fine. he's with the girls, he should be fine. He went home to change before heading to the shopping district. Warum hatten wir überhaupt unsere Schulklamotten an? Das ist doch Quatsch. It's finally the season for Topsicles again. Topsicles? Weiß nicht, eigentlich Popsicles? So Eis? Dude, how many are you going to eat? You're gonna get a stomach ache. Er hat Hunger. Oh. Sorry, we're late. How'd it take you that long to find clothes for Ted? Whoa. Is that you, Teddy? Ja, die Schönheitsideale der Japaner, ne? He doesn't know Pepo Giggle. Aber du hast. Ist nicht Pepo Giggles oder sowas? Das hast du wieder nicht hingekriegt. Oui, Monsieur. How do I look? Alter, das ist so hart übertrieben. Aber Lumi würde die blauen Augen feiern. I didn't recognize it. I liked you better before. C'est magnifique! Don't encourage him. Doch, doch, wir verarschen ihn so ein bisschen damit. I have to say, it totally blew my mind. But he's Teddy, all right. This guy had to make it a huge ordeal. Everything was new to him, so it turned into a big mess. Das stimmt. Der hat wahrscheinlich alles sich angeguckt und alles anprobieren wollen und nichts hat gereicht. Oder wollte das noch anprobieren und dann hat er noch irgendwie Leute angebatscht und die gefragt, ob er wie ein Mensch aussieht oder so ein Scheiß wahrscheinlich. He was so excited in the women's section that he started blabbering. Wow. Hey, you can't just go around doing whatever you please when you're in this form. Got it? Wie er wohl in einem Kleid aussieht. Wahrscheinlich würde er in einem Kleid sehr wie eine Frau aussehen. Ich sage ja, das ist nicht ganz klar, ob er Männchen oder Weibchen ist. Er hat jetzt zwar keine Boobies, wie die anderen beiden Frauen, aber er ist auf jeden Fall sehr zwischen den Geschlechtern angesiedelt. Und ich glaube, aber das ist, glaube ich, im Japanischen genau das, was hübsch ist an Männern. Zumindest soweit ich mich erinnern kann, finden die es relativ hübsch, wenn Männer relativ Frauen, also für uns weibliche Züge haben, weiche Züge haben. Well, he can't help it. It's his first time in our world. It's his first time! Alright. You don't need to get all mopey like that. I never said I won't forgive you. I'm so glad. I was worried that you didn't like me anymore. Müll entsorgen, bis gleich. Du hast mich aber nicht rausschaffen, Xan. Ich will hier drin bleiben.
So, wir mögen ihn immer noch, ja. Oh, man. If you can behave yourself, you'll be pretty cute. Ja. Is he cute? What do you think, Kanji? Wow. What are you asking me for? Wow. Well, I was just wondering if he was your type. Oh, I get it. Das würde nicht lustig finden, glaube ich. What you're really asking is, will you please beat the shit out of me, Kanji? Jawohl, Kanji. Jawohl, gib's ihm zurück. It ain't funny, Yukiko-senpai. Sorry. You'll have to forgive Yukiko. She's helpless when she gets this way. Oh, please, everyone. Don't fight over me, baby. Alter, ist der... Ach, Teddy. Shut up! You picking a fight with me? Jeez, oh well. Yusuke handed you a 1000 yen bill to Kanji. What? Yusuke handed a 1000 yen bill to Kanji? What? Here, Kanji, get whatever ice cream you want. Just share it with Teddy. We're gonna head for the tofu shop. Wait here until we get back. Wow, you're rich! 1000 yen. I can't just take this from you. Moment, wir haben 115.000 yen. Das ist schon okay. Think of it as a welcome back party for Teddy. Just don't go around making a racket. Und ja, er hat wahrscheinlich ganz viel Geld. Wow, Yosuke, what's gotten into you? You're acting like a real senpai all of a sudden. Ja, Yosuke und Teddy sind halt vom guten Draht, ne? You might say differently, but you're still nice to Teddy. Teddy ist ja auch cool und knuffig. I'm glad Yosuke's developing into such a mature adult. Someone who doesn't let trifles bother him. 140 Yen sind ein Euro oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber finde ich trotzdem witzig, dann wäre das, keine Ahnung, 8 Euro oder so, die er gerade gegeben hat. Das ist schon relativ viel für Kauf mal 2 Eis. Finde ich persönlich, aber... Ja. What? You're worrying me, Chie. Oh, it's about Teddy's clothes, that's all. We didn't have the money for them, so we charged the rest to you. What? Charge? What? What? You put it on my account? Oh, what the hell, Chie? I never said you could do that. Oh, nice. Jo, wir nehmen das jetzt mal alles mit. Ach, und Yosuke ist unser Freund. Der bezahlt. Der ist doch nicht dabei, aber der bezahlt. 100.000 Yen Preis. Ja, 1 Million hast du geschrieben, oder? Ne, 100.000 hast du geschrieben, ne? Ja, auf jeden Fall so toll. What else were we supposed to do? That stuff was expensive, even for Juness. Dann kauft's nicht! You seriously charged it to me? Why would you do that? You know I just bought a motorcycle, I'm broke! So, if you're already broke, a little more debt isn't gonna make much of a difference. Wow! Wow! Come on, Chie! What? Come on, baby! Stop fighting over... Wir kämpfen nicht um dich. Halt die Klappe, Teddy. Shut up! This is your fault, you know! You listen here, Ted. You better take really, really, really good care of that. If you put even a single tear in it, I'll make your next set of clothes out of the bear hide you took off. Oh. Yo, Teddy. Don't let it get you down. Let's go get some topsicles. Wir gehen einfach Eis essen. Lass die anderen streiten. Tschüss. Let's go on ahead. I think they're going to be a while. Ja. Die könnten sich ein bisschen nicht einkriegen. Such mir doch schon mal Rize. Oh, den hat man schon dabei nicht mehr. I had a feeling you'd come. Headwearing boy. You're... Are you here to ingratiate yourself with Rise Kujikawa now? Ingratiate? Moment. Ingratiate. Beliebt machen, sich einschmeicheln. Okay, der fragt, ob wir uns bei Rise einschmeicheln wollen. Ah,
Nee, wir wollen eigentlich nur fragen, wie es ihr geht. Wir hoffen, dass wir haben sie ja gerettet. Jeez, why did the clerk even let them charge it to someone else? Huh? Wait, you're that guy we saw with Kanji. Yep. Precisely. I don't believe we've met since then. In fact, I don't believe I've ever introduced myself. My name is Naoto Shiragane. I'm investigating the multiple murders that have occurred here. Ach so, du bist der Investigator, der in der Polizei hilft, ne? Für keine Belohnung. Mind if I ask you a few questions on the subject? Der hat tatsächlich wieder eine Frauensynchronstimme, ne? Aber ich mag die Stimme trotzdem sehr gerne. The latest victim, Kenshiro Muraoka. He was a teacher at the school you all attend, correct? Yes. So what? The public is focused on the fact that he is associated with the second victim's school. But in truth, that's irrelevant. Warum? What intrigues me is the inconsistency. Ja. Vorher waren es immer Kinder, abgesehen vom ersten Mord. Und der nicht. This Muraoka has never appeared on television. Ja, das wissen wir schon. Aber der müsste es auch. What do you make of that? How are we supposed to know? Well, we'll leave it at that. Okay, der weiß auf jeden Fall den Verknüpfung mit dem Midnight Channel. I'd like to solve this case as quickly as possible. I'll be keeping an eye on you all. Well then, until we meet again. Wir könnten doch einfach miteinander zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen und du könntest uns Polizeiinfos zuspielen und wir spielen dir jugendlichen Infos zu. Aber der hat auch noch keine Persona wahrscheinlich, ne? It felt like he completely saw through us. He even knew about the TV thing. Aber er kennt die TV-Welt wahrscheinlich nicht. Rize! Whoop, 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 whoop! Rize-chan, are you okay now? Good, good. Are you all here to check up on me? Yep. Well, yeah. Oh, do you guys have a moment? There's something I want to tell you. Okay. Follow me. My grandma's taking care of the shop today. Huh? Then let's go. Sure. Let's go! Totsuhime Shrine. Hat sie zufällig das Käferfangnetz gefunden? Yeah, I remember being at my house. When I came to, though, I was already in the other world. Aww. Still no real information on the killer. We met this weird kid named Naoto a second ago. Oh. He's come to the shop several times. He asked me a lot about the incident. Ja, der hat sich also schon durchgefragt. I didn't tell him anything about the other world, though. I figured it'd be a waste of time. Ja, weiß ich nicht. Irgendwann musst du das schon mal erfahren, glaube ich. Actually, he asked me about you guys, too, but I just made up some stuff. Hoffentlich nichts Negatives. Like, they found me unconscious on the roof at Jeunesse. Ah, okay. Well, I guess that's close enough to the truth. So... Hm? What's up? Frag doch einfach, ob du mit kannst. Wir nehmen dich in unsere Gruppe auf und let's go, Rize. I really appreciate what you did for me. Oh nee, sag uns jetzt nicht, du willst nichts mit uns zu tun haben. Come on. Thank you so much. I love okay, you guys. Ich wollte gerade sagen. Huh? Oh, you don't have to thank us. Ich dachte schon, ey. Achte mal an die Gefühle hier. Man, it's finally hitting me that you're the real deal. You really are Rizette. Yeah, kind of. Well, I know I sounded gloomy and all from stress, so I thought you might not like me that way. Ach, wir nehmen dich so, wie du bist. Do I sound weird? Nah. Oh, but I guess it sounds more natural this way to the public. I'm sorry. I've practically lost touch with what the normal me is like. No need to apologize. Just do what comes naturally. Yep. I think everyone has multiple sides to them. You don't have to force yourself to decide on just one. Yep. It sounds convincing when Yukiko says it. Sonst hat's ja auch niemand gesagt. Chiyo hat was ganz anderes gesagt. Huh? Really? Thanks. I'm glad you're the first people I got to know here. Oh yeah, we almost forgot your present. The teddy glasses. Yeah. You don't have to take them, but, well,
Hallihallo, Alex. Wunderschönen guten Tag. Ich habe dein Hallo 10-Ding wieder zurückgegeben, weil das habe ich letztes Mal übersehen und ich wusste nicht, ob du heute nochmal reinschaltest. Das wäre so ein, dass ich mir einmal strecken soll. Das kannst du wieder redeem, weil du müsstest die Punkte zurückgekriegt haben. Teddy gave you a pair of glasses to hold onto for when Rize joined you, but what should you say when giving them to her? Senpai, would you be struggling without my help? I can help you in that world, right? Natürlich, komm mit. With my power. Klar. So wouldn't it be better if I joined the team? Ja, natürlich, komm ran, Rize. Kommen Sie ran, können Sie rausschauen. You handed the glasses to Rize. These are kind of like proof that you're one of us. You explained the effect of the glasses to Rize. I see. I do remember you all wearing glasses over there. Yep. Thanks, Senpai. Now I'm part of the team too. Yay, part of the team. Rize Kuchikawa joined the group. She'd definitely be a strong asset in solving the case. Ihr müsst noch Level 1 haben. Ach nee, Level 6 Investigation Team. Nice. Full Arcana. I'll be going to Yasugami High starting tomorrow. Ah, und du bist zufällig dann auch an unserer Schule. Sehr But gut. I don't have any friends yet, so don't ignore me, alright? Du hast da schon Freunde. Uns nämlich, wir haben dich gerettet. I do owe you my life, so... Aber wie geht's dir, Alex? Wie ist dein Start ins Wochenende verlaufen? Und willkommen zurück, Xan. Du hast gar nicht gesagt, dass du weg bist. Wie geht's dir eigentlich, Xan? Wie ist dein Stand ins Wochenende verlaufen? I do owe you my life, so you know. Gotta leave it to me. If you put it that way, got it. Gut. It's settled then. I'm counting on you. Bin mal. Achso, bestimmt. Müll entsorgen. Ja, du hast danach noch dreimal was geschrieben, deswegen. Sorry. I'm counting on you. This sure is a rough time to transfer here, though. The kidnappings, King Moron's death. Sie weiß doch vom Zweiteren noch gar nicht, oder? Exams. Now I'm depressing myself. I wonder if there's any chance they'll be cancelled. What? I doubt it. They always hold exams, rain or shine. I almost got killed by those monsters. Compared to that, exams are nothing. Alrighty then. Let's discuss the case some more tomorrow at our special headquarters. Special headquarters. Yo, how's it going? Oh. Dude, Teddy ate 5 topsicles. Der hat jetzt auch zum ersten Mal Eis gegessen. Stimmt, das wird er wahrscheinlich ziemlich feiern. Though if you count the ones I had before, that makes 6. So I still win. No one asked. Das ist doch gar kein Wettkampf. We're all done talking already. Let's go, Senpai. Oh. When did you get so chipper? Ist sie direkt in uns verknallt oder was geht jetzt ab? Do you go to Yasugami like Senpai? I'll be starting school there tomorrow, so I hope we get along too. Huh? Oh. Oh, das wird eine geile Gruppe. What grade are you in? So where's Teddy? Uh oh. He's over there finishing up his 5th topsicle. What are we gonna do with him? Ja, er muss auch in die Schule. Well, I guess I'll take him home. Rize ist irgendwie anhänglich. Ich mag das. Ich mag sehr anhängliche Menschen, die mit mir was tun wollen. Good evening. This is Nightline News. Our top story for the night concerns the latest developments in an ongoing story. The serial murder case in Inaba has claimed a 3rd victim. The news shocked local residents, who have not seen another murder in 3 months and assumed the spree had reached its end. The deceased taught at a local high school. Since his body was found arranged in a similar manner as the last 2 victims. King Moron's pictures on the news. It seems he really was murdered. What's wrong? Was it someone you know? Das ist mein Klassenlehrermädel. He died? Yep. Anako seems scared. Don't worry. They'll catch him. I'm here with you. There you catch him. You calmed Nanako down. Your understanding has increased. I'm alright. Nanako seems somewhat relieved. This marks the 2nd consecutive death after Miss Saki Konishi's, where the target was involved with Yasugami High. Ja, aber nur... Ist der
zweite, der wirklich gestorben ist. Mr. Morooka was known for his strict teaching methods and is said to have had constant friction with his students. Hm. The police will be pursuing this line of inquiry and are planning to begin a large-scale investigation tomorrow. We now turn to our reporter at the scene for more details. The news is livelier than usual. Dad won't be coming home again today. Wahrscheinlich nicht, da gerade ein Lehrer gestorben ist. Maybe you should try another magic trick. You move a finger on your right hand to your left hand. Huh? Do it again! Do it again! This time you move a finger on the left hand to your right hand. It moved! Hey, how did you do that? Tell me, tell me! Annika seems to have cheered up. Ja, wahrscheinlich mussten wir an die Stelle kommen, um mit Nanako jetzt weiter unseren Social Link vertiefen zu dürfen. You put Nanako to bed and decided to call it a night as well. Oh, Moment, warum sind wir jetzt im Velvet Room? Mitten in der Nacht. This place. Welcome. It's been quite some time. Seems that you've been called to the Velvet Room. Do not be alarmed. You are fast asleep in the real world. Reasons. Mir fällt jetzt erst auf, dass Igor ja ein Elf ist oder so, was er denn ein spitzes Ohr. Der ist ja gar kein Mensch. Schwarz-Weiß, bitte. Muss ich mal gucken, ob ich einen Schwarz-Weiß-Filter habe. Nicht so richtig. Das so ein bisschen. Nennt sie aber Black Knight. Ist nicht ganz das gleiche. Ich glaube, das werde ich anders regeln. Wenn du es gerne schwarz-weiß haben möchtest, gibt es, glaube ich, eine Alternative. Und zwar Filter. Wo war denn das? Es gab doch mal hier. Ist ähnlich gut. Ups, das war's nicht. Ups. Ah, so ein bisschen. Ah, da. Das wollte ich haben. So. Da haben wir doch schwarz-weiß. Würde ich mal sagen. Würde ich so regeln. Weil das geht leider in dem... Also ich habe die Snapchat-Filter-App für die Kamera drin. Das ist doch schwarz-weiß. Wie du gerade gesehen hast, aber da gibt es kein schwarz-weiß. Ich kann es sonst nur selber noch einstellen mit Filtern. Farbkorrektur. Contrast könnte man höher stellen. Jetzt ist es schwarz-weiß. So. Ich will aber weiß-schwarz sehen. So, jetzt ist es auf jeden Fall schwarz-weiß. Bitteschön. Wobei, ich glaube, der Kontrast ist ein bisschen stark. So. Lass mal den Chroma Key wieder aus. So. Das Negativ von Schwarz-Weiß. Pech gehabt, Xan. You're fast asleep in the real world. Ja. Warum haben wir jetzt hier? I have summoned you within your dreams. But why? How are things proceeding? Are you gradually drawing nearer to a solution to the mystery? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich im absoluten Cut keine Ahnung, wie es alles zusammenhängt. I don't know. Indeed. The fog clouding your path is thick. The season has changed, but your future is not yet closed. In time, a path will open to you. Our true reason for calling you here tonight
is to provide a new form of assistance to help you achieve just that. Neue Fusion. Ach, die Viererfusion? Fusing personas. Have you been using our services diligently? Ja, haben wir. The aid we will henceforth provide is an advanced form of fusion. Yeah, advanced fusion. I speak of the power to fuse four or more personas at once. Yes. I am quite certain that this will enable you to command even stronger powers. Yes. New type of fusion is now available. Now, your journey will soon reach its climax. Soon reaches climax, das klingt so, als wäre es direkt vorbei, aber ich weiß von Xander, dass er 90 Stunden gebraucht hat, um durchspielen. Ich bin bei 40. And as a result, many challenges, which I cannot foresee at present, await you. Mhm. Most interesting. Soon ist übertrieben, ja, will ich auch mal sagen. Until we meet again. Es klingt so, als würden wir jetzt ins finale Kapitel kommen, aber das stimmt ja einfach nicht. Oder das finale Kapitel ist einfach ultra lang. Man kann auch im Prischen Game Over natürlich, wenn man einfach jemanden nicht rettet. Schon klar. Yo! Yo, Ben! I still can't believe it, our homeroom teacher was killed. Wen haben wir denn als Klassenlehrer? I couldn't get that much sleep yesterday. How about you? Are you alright? I'm okay, würde ich sagen. Well, if we start getting depressed over something like this, we'll never catch the killer, huh? Oh, yeah. This means we'll be getting a new homeroom teacher. I wonder who it will be. Well, I'm pretty sure that they won't be able to find anyone worse than King Moron. You shall see! Ja, wird bestimmt jemand, der schlimmer wird, wollen wir wetten. Wenn es schon so ankündigt ist, von wegen, kann keinen Schlimmeren geben, dann gibt's auf jeden Fall jetzt einen Schlimmeren. Auf jeden Fall. Hey, is that stuff about King Moron for real? It was on TV, right? It must be true. Oh. Good morning. Ich weiß doch jetzt schon, in welche Richtung das geht. Miss Kashiwagi, ey. Lass mich raten, das ist so eine Lehrerin, die am liebsten die Jungs vernaschen würde, die in ihrer Klasse sind, wa? Deswegen sieht man auch den Unterklamotten oder so als ein BH sein. Bin nicht ganz sicher, ob es ein BH oder einfach nur ein weit ausgeschnittenes Top ist. I'm Noriko Kashiwagi, your new class teacher. Ja, und macht today. Immer so mit Boobies, ne? Die doch nicht. Mhm. Ah, Gott. You all probably know already, but now that Mr. Morooka has passed away, I'll be taking good care of you instead. Sieht doch total brüde aus, ja, total. Okay, why don't we start off with a moment of silence for Mr. Morooka? Close your eyes, everyone. Oh Gott, warum denn die Augen zumachen dabei? That should be enough. I'll do my best to fill Mr. Morooka's shoes. So, our regular exams are still on track for next week. Oh, next week? As your principal said... It's times like these when the schedule is most important, Nori-chan. Wow. Nori-chan? Oh, it must be tough for you. Moment, warum nennt denn der Direktor sie Nori-chan? Das würde ja bedeuten, dass die irgendwie entweder verwandt sind oder sich schon sehr, sehr lange kennen. Das ist ja so ein Vertrauenheitsforum. Oh Gott. Hallo 10, solltest du nicht so oft einlösen, mein Freund. Ich strecke mich auch nur einmal. Oh. Ich habe das jetzt rausgenommen. Weil mir das einfach ein bisschen zu viel ist. Ganz entspannt, ja. Ganz entspannt. But that's what it means to become an adult, little by little. Ich mach's jetzt nicht, Alex. Also, halt einen Rand. I already can't stand her. First King Moron and now Kashiwagi? How much worse can it get? Xander, das gilt das gleiche für dich. Bin hier kein Hündchen, das für Leckerlis oder für Punkte Männchen macht, Leute. Oh, and one more thing.
That idol in our first year class, Ms. Kujikawa. Oh, die ist im ersten Jahr, also wahrscheinlich in Kanjis Klasse. Das kann ja heiter werden. In person, she's nothing like she seems on TV, so don't get your hopes up, okay? Und sie hat anscheinend die Lehrer, die sich ausdrückt, als würde sie am liebsten alle Jungs vernaschen, ihre Klasse, sagt direkt: Lasst das Idol in Ruhe, da habt ihr eh keine Chance. Na, schön, danke. What's so great about an idol anyway, right, class? She's just a piece of inexperienced jailbait. Inexperienced. Moment, was ist Jailbait? Jailbait. Ich vermute, dass es fast nicht hier drin stehen wird, oder? Ach, Minderjährige. Das ist einfach ein unerfahrener Minderjähriger. Alter, ist die sauer auf die. Aber richtig eifersüchtig. Is ranting on and on. What's up with her? Does she think she's Rosette's rival? Anscheinend. She doesn't stand a chance against Rosette. I mean, I heard Kashiwagi is on the wrong side of 40. She doesn't stand a chance against Rosette. I mean, I heard Kashiwagi is on the wrong side of 40. Ich weiß nicht, warum das Jailbait heißt. You can hear Glass Miss gossiping. I bet King Moron would have been ecstatic to hear Rosette had enrolled here. Weil, ach so, Jailbait, weil es ein Köder für 18 plus Leute ist, die im Knast kommen, quasi Knastköder. Stimmt. Das strecke ich mich durch. Jetzt habt ihr das Strecken auch so bekommen. I bet King Moron would be ecstatic to hear Rosette had enrolled here. Someone told me they saw him buying Risei's pinup book. Oh, wow. That sounds kind of pervy. Yep. He annoyed the hell out of me, but I feel bad that he got killed. Oh, you know what? Rosette was on a striptease show. What? Ach so, ja, nee, doch. Ben streckt sich. Huh? A striptease? Dude, if that was true, the paparazzi would have been all over it. I'm serious. But the reception went bad right when it was getting to the good part. Ach so, der Empfang wurde schlecht, genau, also, ja, okay. Ja. Klar, das haben wir ja dann gestört. You actually believe that crap? How friggin' dense are you? Trust me, you were dreaming it. The rumor about the Midnight Channel is spreading further. Yep, das kriegen wir mit. Schaut immer mehr Leute in Midnight Channel. Anyways, let's meet up later. Don't make any plans for this afternoon. What? Don't make any plans? Was geht denn jetzt ab? Okay, das ist Teddy. Finals are next week. It's been a while since I failed any subjects. Vielleicht sollst du mal lernen. Yeah, if by a while you mean all the time. Shut up! Like you've ever seen my scores! But Chie always has above average marks in the subjects that she doesn't fail. Also entweder fällt sie durch oder sie ist sogar über dem Durchschnitt. Das ist ja mal geil. Hey, why'd you tell him? My score's just very. Yeah, that's it. Sie hat einfach kein Interesse an bestimmten Fächern und da verkackt sie es halt. Und bei denen, wo sie Interesse hat, dann kriegt sie es hin. Rise-chan, you too. Chi lernt doch immer, ja total, immer und ständig und eigentlich perfekt. Sorry, I'm not laughing at you. It's just, I thought it would take me a while to make any friends at my new school. Too bad we met under such awful circumstances. Oh yeah, what do you guys think about King Moron's case? Und da kommt wieder der Mystery-Musik hinten rein. He didn't show up on the Midnight Channel even ja, once. Ja, das stimmt. If this person had been inside the TV, I would have sensed it. Hm. My nose isn't as sharp now, but I can tell that much. Hm. But they found the body on a foggy day again, right? Hm. They said on the news that that crime scene was just the way it was for that announcer and Saki-senpai. Ja, aber ja, und danach gab es keine Toten mehr, weil sie sie gerettet haben. Also können wir das nicht vergleichen. I really wonder about the culprit's motives. Why was Mr. Muraoka targeted? Ja, für mich ergibt das auch keinen Sinn. Hope it wasn't personal. Because there's way too many people who ate a King Moron's guts. Schon auch wieder. Gefühlt hat die halbe Schule ihn ja gehasst. Oder auch so ziemlich wahrscheinlich alle, die irgendwo von der Schule abgegangen sind, wo er dort Lehrer war.
But didn't you say it's people who get famous on TV who are targeted? Nee. Die in den News-Nachrichten, in den lokalen News gezeigt werden. Die sollten eigentlich das Ziel sein, so war unsere Idee vorher. If the killer's choosing targets by watching TV, I picture him as someone who doesn't know the victims at all. Oh. Das stimmt. I don't think it's worth trying to figure out motives for that type. Das ist auch wieder wahr. There are too many people who hold grudges against you for no reason, even if you've never met them before. Ja, das weiß natürlich das Idol besonders gut. You sound like you speak from experience, Rise-chan. But with King Moron, he didn't appear on the Midnight Channel or the regular TV. Genau. Arr, I don't get this at all. Man, two victims in a row from our school. Schon eine Beziehung, Yuki hätte sicher Zeit. Ich glaube, ich habe Yuki auf Social Link 3. Von daher vermute ich stark, dass Yuki es noch nicht eingehen würde. Und eigentlich wollte ich Rise nehmen tatsächlich, weil die mir optisch am meisten zusagt. Ich mag Chie von ihrem Charakter und ich will einfach mit einem japanischen Idol zusammen sein. Xander, hast du Pech gehabt, auch wenn du Rise nicht magst. That's gotta set off the police's alarm bells. They're not gonna leave any stones at school unturned. Mhm. Ist korrekt. You know, to be honest, somewhere deep inside, I thought maybe King Moron was the killer. What? Warum das? Nur weil er sich scheiße benimmt? The news says that he was the second victim from Yasugami High. But we all know that's not the case. Naja, doch. Von den Toten her schon. And I've heard him say more than once that so-and-so deserves to die. Ist auf Platz 5 der möglichen Optionen. Wer ist denn mit dir auf Platz 2? Ich weiß mal, dass Yukiko wahrscheinlich Platz 1 ist. Andersrum. Wer ist auf Platz 2, ohne mich zu spoilern? Nicht, dass hier noch irgendwelche Charaktere dazukommen. But now, I feel bad that I doubted him. He was a capital A asshole. But that doesn't justify killing him. And not just King Moron. I feel sorry for all the victims. Ein Charakter, den ich schon kenne. I can't forgive the killer, no matter what. Die Lehrerin oder was? Well, we'll do what we can. For King Moron's sake, too. Hm. At this rate, you have to figure that the killer has something to do with the school, right? Also alle Leute, die theoretisch auf die Schule gehen sollten, ne? Die jetzt im, als Ziel ausgewählt wurden. So why don't we split up and... That won't be necessary. Ach so, der Typ wieder, ne? Der uns beschattet. You. Ja, der mit Kanji geredet hat, genau. There is no need to examine the case of Mr. Moraoka any further. Warum? Why is that? Nur ein Trittbrettfahrer. Apparently the police have found a suspect. It would be best to let them handle the case from here. Und wenn der Suspect aber nicht der ist, der es gemacht hat? How do you know? Ja, wenn er der Polizei hilft, das ist mir ja schon. I'm on this case as a special investigator, by request of the prefectural police. What? They found a suspect? Who is it? As to his name, I haven't been informed. I do know that he is a high schooler. Okay, und... It isn't public knowledge yet, but he isn't a student of your high school. Ja. Ah, der creepy Typ vom Anfang könnte es theoretisch noch sein, der Yukiko angemacht hat. It seems they are quite confident that this boy is the killer. Es ist natürlich, dass Naoto blaue Haare hat. Ich glaube, das soll einfach dieses Blauschwarz sein, dass das doch in Japan oder im asiatischen Raum da doch häufig mal vorkommt. Oder ab und zu vorkommt. Ich glaube schon, dass das ist nur eine Stilisierung davon. Damit es besser zum Hut passt. They have testimonies directly linking him with the incident. I expect it's only a matter of time before he is apprehended. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Soon this case will be solved and your town will once again be its peaceful, rustic self. Dadurch, dass der Velvet Room vorher gesagt hat, dass ich das Mysterium lösen soll, glaube ich nicht, dass das der Killer ist. The suspect is a high schooler? All right. So why come tell us? That's confidential info, right? Why run right here and spill it? Your game will soon reach its end. Warum ein Game? I felt I should at least let you know that. Und the game to us. You don't deny then that you have involved yourselves in the matter? Well, no matter. I have no reason to say anything further. Das ist korrekt. Aber Yukiko ist gar nicht so weit vor Platz 2. Aha.
A game? Aren't you the one who thinks of this as a game? Warum sollte... Moment, wie kommt die Winona Reset denn darauf, dass er denkt, dass es ein Spiel wäre? Neverwinter? Nee, warum? Warum sollte ich Neverwinter zocken? Du meinst wahrscheinlich das MMO, oder? Das habe ich schon bis Level 50 gezockt und... nett. Werde ich aber nicht weiter spielen, glaube ich. Das habe ich damals, als es rauskam, gespielt, das halbe Jahr. Care if you're a special investigator or an amateur sleuth. All you're doing is solving mysteries. Ja, für keine Belohnung. Also scheint irgendwie da was Spaß dran zu haben. What could you possibly know about us? You're the one who's playing a game here. One of the victims? She meant a lot to me. How could I possibly treat this like a game? Plus, we made a promise. Yosuke. Ja, dann mache Teddy was versprochen. Seine Welt in Ordnung zu bringen. That may be quite true. But why so understanding all of a sudden? Oh, I get it. I was wondering why you'd be wandering around like this when the police have a suspect. What, did they get rid of you now that they have their man? Is that why you came here? You were lonely? Ich mag den sassy Yosuke. Detectives normally aren't involved with arrests, and we never harbor any special emotions regarding a case either. Aber du bist kein Detective, du bist ein Schüler, wie wir, oder in unserem Alter zumindest. Still, it is rather unfortunate that people are only attentive so long as our services are required. But then, I'm accustomed to it. Much about this case was perplexing, but its solution was surprisingly simple. Zu einfach, meiner Meinung nach, dann. Well then, I'll be going now. Wenn einiges überraschend ist, eine einfache Lösung ist dann nie passend. What was that about? He just said his piece and left? He said they have a suspect. But is this really gonna solve everything? Who knows? You all decided to call it a day. Ich werde nicht mal mehr was machen. Ach, come on. Dojima zu Hause? Oh, welcome home, Big Bro. Ne, warte. Was gibt's denn diese Woche? Here comes Tanaka over the waves to you. Hello, everyone. Welcome to Tanaka's amazing commodities. Grant of your desires. This is Tanaka's amazing commodities. May order television program being broadcasted live to you. We guarantee your purchase will meet your satisfaction for a fair market price. Now let's introduce the products available for these 3 days. It's Blessed Hands times 1, special heating for you. Oh my goddess, I can't believe it's wonderful. I'll add giant candy 2 times to your Blessed Hands, all for the low price of only... Was, 39,000? What? We've got another fantastic product on sale today. Gross. Growth 2 times 1, a little shortcut for heart studies. On top of this, I add Helmagatama to your growth for only 24,000 yen. Kanji hat mit Level 67 24 Magic. These products are so popular, we can only allow one other person. Ich glaube, ich will lieber Growth haben, dann kann ich mehr Blessed Hands. Kann ich mehr Personas leveln, also passiv leveln sozusagen. Ja, ist ausverkauft. Sehr schön. Ob ich einfach mehr Zeit mit ihr verbringen muss? Wir probieren es nochmal. Wir haben nämlich einen passenden Justice Persona. Spend time with Nanako. Nanako looks happy. Spend the precious moment with Nanako. Your fear relationship is going to become closer soon. Ha, wir müssen einfach nur mehr Zeit mit ihr verbringen. Okay. Das dauert einfach ein bisschen, ein paar Abende, okay. Wer ist das denn? Okay, nichts mehr uns. You were here, students talking. Final starts next week. Oh, Senpai, you look pretty down. That's not good for you, you know. Once they are over, summer vacation isn't far behind, right? Shut up, honey underclassman. I have to study for my college entrance exams.
Once you're a third year student, you get a taste of what it's like to take tests all year. Die Bananenschein ein paar Rank-Ups, die recht viel brauchen, ja. Remember guys, the finals are starting next week. If you failed, you will have to attend a lovely summer school. Anyway, today we're going to talk about sex linkage. Sex linkage inheritance is dependent on Olosoms? Moment. Sexbindung, Sexkopplung? Sexuelle Verflechtungen, würde ich mal behaupten. Was ist Olosoms? Sexchromosom. Okay, Olosom ist wohl Sexchromosom. Okay. To say it simply, it's genetic inheritance that's caused by whatever decides if you are male or female. Example is Calico Cats. Calico Cats are almost entirely female. Not that there aren't any boys, but apparently there's only one out of every several tens of thousands. Maybe these rare male calicos are very popular with the ladies. You listen to the lecture intently. Your knowledge has increased. Class have ended for today. The suspect has been added to the wanted list. Who is the criminal? You have no choice but to wait until more progress is made in the investigation. Okay, wir kriegen neue Quests. Another murder. It's Mr. Maruka this time. I think that there's someone even scarier than King Maruka out there somewhere. Oh no, I'm so afraid of being murdered right now. Excuse me, but I have another Griggers. Would you ask me? Go ahead. Well, thanks to you, my room is safe, but I'm nervous when I have to go outside like this. So I think if I had something that I could keep with me all the time, I could relax a little. Like, yeah, maybe a whale or... Yeah, how about a charmed whale? I can trade you more keys for it, so I can... Can I trust you to do this for me? This time I give you even more. Okay, look for a wichtigere Frage. Was machst du hier? Yo! Man, it's that shitty time of year again, huh? I hate when they post the test results and you get so embarrassed because your name happens to be on the bottom. Everyone respect the people who make it to the top of the list, though. Heck, maybe being popular would help you stay closer to your friends. Are you studying? Hey, why don't we study together? Oh. Könnten jetzt mit Josuke zusammen lernen. Das wäre ziemlich awesome, glaube ich. Oh, Reset schon. Hallo. I wanna push it, it's so tempting, but I can't, I'm an idol. Ah, Senpai, you weren't listening, were you? Be nice to me, okay? I just transferred here and it's time for exams already. Talk about pain. However you feel an emotional barrier between yourself and Reset, it seems that you will need more time before you can become closer to Reset. Warum? Die will den Alarmknopf drücken? Gehen wir doch in unseren Classroom. Wäre cool. Achso, nee, sind 2-2, ne? Brauchst du auch Uniform plus Tool? Aber das Tool habe ich schon wegverkauft. Yo! So. Dann yep. Studieren wir mit ihm. Let's head for the library. Yasugami High Library. You study with Yosuke. Oh, now I get it. I wasn't supposed to just memorize the formulas. This will really boost my score on the next exam. Thanks, man. You were able to get more studying done by teaming up with Yosuke. Your knowledge has greatly increased. You bonded with your study partner by studying together. Since you had completed Read Expert Study Method, you were able to study more efficiently. Your knowledge has increased. You feel that your relationship is going to become closer soon. Bruder, bleib hier! Aber Bruder muss los! Welcome. I went shopping today. The fridge is full of food. Study? Okay, wir könnten jetzt... Ich glaube, ich würde Essen machen. He opened the fridge. A variety of food inside. You could make a lunch for tomorrow. Spend the evening making tomorrow's lunch. Yes. Surprisingly, you have the ingredients to make pudding. Oh, Pudding. Pudding ist im Englischen was anderes, ne? Also unser Pudding, oder? Oh ne, bloß der Plum Pudding war was anderes. Das ist aber der Blutpudding. You decide to make pudding. You made the base with egg, milk, sugar and other ingredients. Egg, milk, sugar. Fehlt da nicht noch Stärke? How should you give it some scent?
Vanilla Ice Cream Cologne Vanilla Extract. Vanilla Extract. Cologne ist doch. Das ist doch hier. Parfüm. Ich mach doch kein Parfüm in Pudding rein. It's done to perfection. It came out better than you could have hoped. It looks delicious. Richtige Option. Ja, die anderen. Also, Vanille Eis schmeckt nach fast nichts, wenn du da ein bisschen in Pudding reinmachst. Parfüm ist Bullshit und dann bleibt nur Vanilleextrakt übrig, um ne, machst ein bisschen rein, schmeckt der ganze Pudding danach. It looks delicious. Obtain smooth pudding. Das wäre jetzt nicht so eine schwierige Frage. Bei den anderen fand ich die irgendwie schwieriger. I'm sorry. Der wird viel zu fest, okay. It's an emergency. Yukiko forced herself under your umbrella. Thank you. You, thank you. I couldn't find my folding umbrella. It's odd because I always have one in my bag. Oh, did I use it when I was with Chie? Sorry, I didn't mean to intrude. Now I'm a little nervous. What if people start to talk? Give it 9 days. What? You would think it'd be a pathing thing? I wonder if that's true. I hope it stops raining by the time school gets out. Yuki! Ach, Xan, du und deine Yukiko. Is give it 9 days ein englisches oder ein japanisches Sprichwort? Lunch break! You've brought your lunch today. Do you wish to eat lunch with someone? Who would you like to invite for lunch? Chi, Yukiko, others. Kanji, others. Aiku, others. Ayana. Nee, wir dürfen noch nicht mit. I wouldn't mind wäre die richtige Option. No idea. Okay, Yosuke sind wir schon relativ nah dran. Chie, Yukiko, Kanji. Essen wir doch mit Ai. Würde ich sagen. Hallo Sono, wieder zurück. Yasugami High School, I moved on. You ate lunch with Ai. You ate smooth pudding together. What is this? Wow, it's this delicious. Is good. Amazed. How do you know what I like? Hey, if I marry a good cook. Just kidding, lighten up. It was Ai's favorite. Ooh. Achso. Ai, ja. You feel that your relationship is going to become closer soon. Ein Ei mit A allerdings. Oh, Sportunterricht. You all seem really sad. I know it's tough. I still can't believe Mr. Maruka was taken from us. The faculty office is still in shock too. But we can't sob around it all day. Today we are gonna put the physical back in education. We are gonna play rugby. And don't even think about getting lazy because it's hot. It's hot, it's hot, but run. Keep running, sweat, and then eat shaved ice. Because the shaved ice you eat after exercise is the best. Brain freeze. Ah, oh, yeah! You seem to be cool, Lion. Answer me while running. What is the medical term for brain freeze? Intracranial hypothermitis. Hypothermitis ist, glaube ich, eine Unterkühlung. Von daher könnte das schon hinkommen. Neurocapital constriction. Das wird das erste tatsächlich an der Stelle nehmen. Den Chat nicht über dich, wegen den Texten oder was ist das? Ist sonst was? Das dritte? Spenopalatale Ganglioneuralgie? Also ich bin auch für das erste, weil da ist halt Hypothermitis. Hypo ist, glaube ich, Verringerung. Also wäre es eine Hyperthermitis, wäre eine Überhitzung und eine Hypothermitis müsste eine Unterkühlung sein. Ist übrigens witzig, dass es im Deutschen Überhitzung und Unterkühlung ist. Wo ist eigentlich bei. Ne? Eigentlich müsste es eine Unterhitzung sein. Egal. Achso, du meinst den Chat über mich? Ja, wegen den. Wegen. Nicht wegen den Texten, sondern wegen den Bildern. Doch. Weil es gibt keinen. In dem physischen. Also von der physischen Seite.
gibt es nur Wärmeenergie, es gibt keine Kälteenergie. Deswegen müsste es eigentlich nur Unterhitzung sein. Das meinte ich. Und ich nehme sie trotzdem. You gave the answer you thought was right. Wrong, the correct answer is... Oh. Xan spoilert schon wieder. Spenopalitane Ganglioneuralgia. Das ich noch nicht aussprechen kann. When you eat something cold like shaved ice, it constricts the flesh around the trigeminal nerve. That's the nerve that tells your brain that your forehead hurts, and so you think your forehead hurts. Ah, weil es nichts wirklich mit einer Unterkühlung zu tun hat. Okay, deswegen ist es natürlich nicht, hat es nichts mit Thermik zu tun. Gugulentius. Ach, F dich einfach. Nee, Solo, Xan hat ja schon dreimal, ist ja schon beim zweiten Durchspielen fast fertig. Also schon weiter als ich, ist im zweiten Mal Durchspielen schon weiter als ich im ersten. Alright, I can see you're all sweating hard. The more you sweat, the better the shaved ice will be when you're done. Your answer was incorrect. Trotzdem hat er sich alles gegoogelt und macht alles perfekt nach Walkthrough. Nee. Erklär dir jedes Mal, was die richtige war. You have no choice but to wait until more progress is made in investigation. Ah, da ist der einzelne Mann. Aha. Isn't this a great looking shop? My grandfather started this shop and I closed it down. What? Nowadays kids don't make models. If they want toys, Juness has a much bigger selection. I can't compete. A long while ago, kids used to come in here and show off the models they'd built, comparing to see who was best. The store was so lively. Ah, those were the days. The man sighed and stared off into the distance. Perhaps he's the one who wrote the Emma request for the fox showed you. He wants to find something to live for. I feel sorry for the toys that still remain in the store. I want them to be completed, but I'd be even more pathetic if they had to be constructed by me. The models would be happier if a young kid like you made them. Maybe I think one of these models will restore this man's will to live. Want me to make one? Huh? Would you do that? Do you have a model paint at your place? You need clippers? Do you use putty? What about detail pens? This man is clearly excited about the prospect of you building a model for him. Here, you can have this. Please show it to me when you're done. You obtained unfinished model. You can use the table in your room to put this together. Okay. Wir haben jetzt schon einmal gelernt. Ich würde sagen, wir kümmern uns ein bisschen um die Social Links, soweit wir können. Und da heute niemand zur Verfügung steht, würde ich einfach sagen, wir machen das Model. Hab heute das Angler-Achievement gemacht, wie du vermutlich. Ja, habe ich gesehen, dass du hier den größten Fisch gefangen hast. Oh! Oh yeah, a package came for you. It's on the table over here. Growth 2 Combo. Obtain Growth 2 and Hell Magatama. Achso, was haben wir eigentlich? Remember that you can work as a janitor at the hospital today. Go to the hospital. Stimmt, das könnten wir auch mal machen. Da waren wir nämlich noch nicht. Das ist was Neues, was wir noch nicht gemacht haben. Ich würde erstmal das machen. Vielleicht finden wir da noch einen Social Link. What? Moment, was? Nee! Warum kann ich den Nachmittagsslot nicht nutzen, um was zu Hause zu machen? Warum wird es denn immer dunkel, sobald ich ins Haus gehe? Das ist doch scheiße. Wieder ein Slot gewastet.